Der Verkauf des Wembley-Stadions für umgerechnet rund 670 Millionen Euro, 600 Millionen Pfund, an den pakistanisch-amerikanischen Milliardär Shahid Khan rückt offenbar näher. Wie der englische Verband FA am Donnerstag bekannt gab, wird der Verwaltungsrat am 11. Oktober über das Kaufangebot des Besitzers des FC Fulham, Club des ehemaligen Nationalspielers André Schürrle, beraten. Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Demnach verspricht sich die FA durch die Einnahmen eines Verkaufs an Khan, dem auch das NFL-Team Jacksonville Jaguars gehört, einen enormen Aufschwung für den englischen Fußball. Die FA dürfte zudem sogar das mit 300 Millionen Pfund bewertete Recht behalten, gewisse Hospitality-Einrichtungen zu benutzen. NFL Goes London, die Jacksonville Jaguars sollen in Wembley spielen, der Verkauf des Stadions und ein Plan, die 600 Millionen Pfund in Fußballgemeinschaftseinrichtungen zu investieren, wurden beim Vorstandstreffen vorgestellt und diskutiert, sagte ein FA-Sprecher. Khans Plan sieht auch vor, die Jacksonville Jaguars im Wembley-Stadion auftreten zu lassen. Bereits in der Vergangenheit waren dort mehrere Spiele der US-Profiliga ausgetragen worden. Der 2007 abgeschlossene Neubau des Stadions hatte 757 Millionen Pfund, 866 Millionen Euro, gekostet. Davon verblieb eine Restschuld von 142 Millionen Pfund, 162 Millionen Euro, welche die FA bis 2024 abtragen wollte. Diese würde im Falle eines Verkaufes auch Khan übernehmen. Mehr zur Premier League.